In diesem Video sprechen wir jetzt mal diese 3G-Regel an, die jetzt ja, ganz aktuell gilt. 3G bedeutet jetzt nicht irgendwas am Handy, da gibt es ja 4G, 5G mittlerweile sogar, sondern 3G heißt genesen, getestet und geimpft. Mhm. Genau. Was bedeutet das jetzt gerade nicht nur für die Beautybranche, sondern allgemein? Mhm. Weil es ist ja, die 3G-Regel gilt ja in Fitnessstudios, in Restaurants, ja. Ja. Hotels, ja, also überall, wo du hingehst. Ob du jetzt in eine Bar gehst, ob du jetzt ins Hotel gehst, ob du jetzt irgendwie zum Sport gehst, ja, überall gilt diese 3G-Regel. Ja, was ist die 3G-Regel, wie wir schon gesagt haben? Entweder getestet, geimpft oder ja, genesen, genau. Also es heißt natürlich, dass der Kunde halt natürlich jetzt demnächst, in einigen Bundesländern war es ja auch schon länger, wie gesagt. Es gibt ja auch nochmal die 2G-Regel. Viele halten sich sogar an die 2G-Regel und sagen, ja, ich möchte nur genesen oder geimpft haben. Das gibt es auch. Also muss man es einfach so ein bisschen im Blick behalten. Natürlich auch so ein bisschen schauen, okay, wo ist genau was? Es ist natürlich kompliziert, aber ich finde, es ist nicht mehr so kompliziert wie damals. Nee, ne? Überhaupt nicht. Also mit den Lockdown, mit den Inzidenzwerten, wer jetzt wie, wo, was, das war ja schon alles sehr kompliziert. Also die Bundesregierung versucht schon hier jetzt das Ganze zu vereinfachen durch diese 3G-Regel. Ja, ist natürlich mit dem getestet, das sehen wir auch immer wieder in den Gruppen, auch relativ kompliziert. Ja, und trotzdem gibt es immer wieder auch in den Gruppen, wir haben ja auch eine Business-Gruppe mit über 2000 Beauty-Experten, Kosmetik-Instituten, Kosmetikstudios und so weiter oder auch in anderen Gruppen, in denen wir uns natürlich auch branchenbedingt befinden, wird trotzdem gemeckert darüber. Aber es ist ja viel besser jetzt. Ja, also finden wir auf jeden Fall schon. Das ist, wenn man es mal allgemein auch bei unseren Kunden mal sieht, die Kunden der Kunden oder also die Kunden unserer Kunden kommen wesentlich besser mit dieser 3G-Regel zurecht. Man weiß genau, was zu tun ist. Klar gibt es dann nochmal selbst PCR-Test, was gilt. Da kann ich auch nochmal kurz Aufschluss zu geben für alle, die natürlich jetzt aktuell zu diesem Stand, wo dieses Video online geht, ist der, dass PCR-Tests natürlich priorisiert besser sind. Klar, weil schriftlicher Nachweis dann mitgebracht werden kann. Schnelltests können natürlich auch gemacht werden, aber diese bedarf eines Nachweises, also deines eigenen Nachweises. Das heißt, der Kunde muss das bei dir vor Ort machen und du musst nachweisen können, notfalls mündlich dafür bürgen, dass dieser Test wirklich dann auch negativ ausgefallen ist. Wenn natürlich die Verfolgungskette zu dir zurückzuverfolgen ist, hast du halt ein Problem. Das nochmal da vorweg zu gesagt, also wirklich ganz wichtig. Je nachdem, wie ihr es macht, macht das bitte vernünftig, macht das mit Verantwortung. Ja, und man kann sich natürlich auch als Studio als Selbstschnelltest verifizieren lassen. Als Teststelle ist ein Riesenwort. Ja. Und das wäre auch möglich, also kann man sich mal rüber informieren. Ja. Ja. Genau. Was man halt auch noch sagen kann in den Gruppen, die Dynamik ist natürlich positiv sowie negativ. Viele sind natürlich jetzt empört darüber, gerade auch Impfgegner. Ja, können wir auch sehr gut verstehen. Es ist natürlich nervig. Es gibt halt aber Meinungen, ja. Es gibt halt verschiedene Meinungen und es ist immerhin jetzt besser mit der 3G-Regel als in diesen Inzidenzen, als eben von Woche zu Woche nicht zu wissen, was los ist. Lockdown, kein Lockdown. Gehen wir in Lockdown, gehen wir nicht in Lockdown. Darfst du nächste Woche noch arbeiten, darfst du nicht nächste Woche arbeiten. Dafür ist einfach jetzt 3G geschaffen worden. Es ist eine deutliche Verbesserung. Die Kunden sind auch, finde ich, reagieren darauf, die Kunden unserer Kunden sozusagen, reagieren wesentlich entspannter. Und ich finde, allgemein kann man das Ganze als positive Entwicklung eigentlich betrachten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall eine gute Sache. Es ist halt sehr klar definiert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da kann man auf jeden Fall ja, das Ganze positiv ins Auge nehmen und sich darüber eigentlich freuen, dass zumindest jetzt mit dieser vierten Welle, die ja kommt, auch einfach diese 3G-Regel uns jetzt so ein bisschen entspannen lässt unternehmerisch und so ein bisschen auch die Angst nimmt, dass da eben jetzt nochmal harte Lockerungen hatte. Ja, was wir aber trotzdem merken ist, dass viele Kunden, also die Kunden von den Kunden, jetzt nicht von unseren, sondern von anderen, trotzdem ja auch nicht mehr wiederkommen, ne? Haben wir mich gemerkt. Also was wir immer noch wieder haben, viele bewerben sich immer nach wie vor noch auf Beratungen bei uns, weil sie das Problem haben durch diese 3G-Regel, dass die Kunden jetzt nicht mehr wiederkommen, weil sie sich A, nicht impfen lassen wollen, weil sie B, nicht genesen sind oder eben nie Corona hatten und weil sie natürlich auch sagen, ich möchte mich nicht testen lassen oder mir ist auch der Test, der jetzt kostenpflichtig ist, zu teuer, der kostet dann 80, 70 oder sogar über 100 Euro, das will ich nicht und ich möchte aber auch da keine Lust, ich boykottiere
eigentlich gar nicht unbedingt die Kosmetikerin, sondern ich boykottiere eher dieses System. Und darunter leiden natürlich auch die verschiedenen Locations, die der Kunde natürlich aufsucht, in dem Fall auch dein Kosmetikstudio. Das merken wir schon, diese Problematik liegt natürlich nicht unbedingt am Start, an der 3G-Regel. Das liegt dann wirklich eher an deiner Zielgruppe, die du dir halt aussuchst, weil jedes Studio zieht ja gewisse Kunden an. Und wenn du natürlich Kunden anziehst, die generell halt sagen, ich boykottiere das oder bin ich irgendwie generell immer kontraproduktiv eingestellt oder habe irgendwie generell jemand, der vorsichtig ist oder der generell sagt, ich möchte für Kosmetik möchte ich jetzt nicht mehr bezahlen als meine 30, 40, 60 oder 100 Euro, die ich da jedes Mal ausgebe, das ist mir sonst zu viel, dann ist es natürlich schwierig, da überhaupt diese Kunden ranzubekommen, denn die wollen ja einfach nicht für einen Test bezahlen, weil es dann einfach der Besuch sich nicht mehr lohnt. Das ist zu teuer, ne? Lohnt sich halt einfach nicht, weil die wollen ja bei dir auch nicht über 100 Euro ausgeben oder 50 ist auch schon zu teuer. Boah, so viel. Also warum dann auch für einen Test noch? Ne? Ja, macht ja keinen Sinn. Nee. Also da muss man halt ganz klar differenzieren. Das sind natürlich dann nicht unbedingt der Startschuld, sondern tatsächlich in dem Fall dann einfach die Kunden, die du halt angezogen hast, dein Marketing, deine Außenwirkung oder welche Komponenten auch immer dafür ausschlaggebend sind, dass du eben diese Kunden anziehst. Also da stimmt dann eher was im Unternehmen nicht, als dass dann irgendwie die 3G-Regel daran schuld ist. Ne? Genau, ja. Und vor allen Dingen, wenn du daran auch was ändern willst, weil es wird einfach ein Dauerzustand bleiben in gewisser Weise. Und wenn natürlich jetzt so viele Kunden bei dir wegbleiben, hast du natürlich auf Dauer schon ein Problem, auch langfristig. Mhm. Vielleicht jetzt noch nicht, aber so in den nächsten Monaten wird es auf jeden Fall ein schleichender Prozess sein. Ja, dann können wir nur sagen, du musst handeln, du musst irgendwas tun, tu wirklich was und warte aber bitte jetzt, weil bitte. Wenn erst ein paar Monate ist es nämlich zu spät. Dann haben wir bei vielen gesehen, die jetzt nicht mehr da sind. Nee, dann können wir auch nicht mehr helfen. Ne? Also was wir haben eine kostenlose Beratung, auf die man sich wirklich anmelden kann bei uns, wo du halt einfach ein paar Daten ausfüllen musst. Okay, ist es schon schlimm? Wie ist es jetzt gerade? dann ist es so, wenn du für uns in Frage kommst, dann wird dich halt einer unserer Mitarbeiter halt anrufen. Du wirst dann mit Anna Franziska oder mit irgendeinem anderen von unseren Experten halt sprechen. Ja, lass uns wirklich über die Situation reden, weil jetzt kann man noch was machen. Wenn es zu spät ist, ist es einmal zu spät. Ja. Du findest alle Informationen in der Infobox, also www.stremelhoffmann.de ist die Webseite. Und wir haben natürlich auch seit Juni einen Podcast, die Beauty-Experten, wo wir auch wöchentlich was auf die Ohren geben, auch zu allen möglichen Themen, die gerade sozusagen relevant sind. Also sehr gerne auch abonnieren. Spotify, Deezer, Amazon Music, überall zu finden. Deswegen, abonniere gerne unseren Kanal, wir freuen uns sehr. Und bis zu einem nächsten Video dann. Bis dann.